Ja, hallo und ganz herzlich willkommen. Wunderbar bist du hier. Ja, heute möchte ich dir ein bisschen erzählen, was es mit dem Schnuller auf sich hat und wie du ja mit deinem Kind in dieser Situation umgehen kannst, wenn du eben möchtest, dass es den Schnuller hergibt. Ja. Zuallererst mal ist es ganz wichtig zu verstehen, weshalb das Kind den Schnuller überhaupt so liebt. Ja? Und das hat damit zu tun, dass durch dieses Nuckeln, ja, am Schnuller, da werden die Beruhigungsnerven aktiviert und das Kind fühlt sich dadurch, ja, kann runterfahren, kann sich ein bisschen beruhigen. Und ihr habt vielleicht auch schon beobachtet, dass ein Kind schreit, ihr gebt den Schnuller und also es nuckelt da wie verrückt daran und hört auf zu schreien. Ja. Und es ist wie ein automatischer Mechanismus. Also durch dieses Nucken, immer, ja, diesen Saugreflex, der da mit ausgelöst wird, das macht was, ja, das ist sichtlich. Doch das Problem hierbei ist, du stillst hier lediglich das Symptom, ja. Und wichtig ist oder wäre, in jeder Situation, wenn dein Kind schreit oder weint, dass du dir überlegst, weshalb. Ja, was ist denn die Ursache? Ja, will ich jetzt wirklich einfach den Schnuller reinstecken und dann ist das Kind ruhig? Also ich stelle es ruhig mit dem Schnuller. Oder will ich versuchen herauszufinden, was steckt denn hinter dem Weinen des Kindes? Welches authentische Bedürfnis ist gerade nicht befriedigt? Ja, und was will mir mein Kind damit sagen? Und das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Also vielleicht ganz einfach, dass dein Kind friert oder zu heiß hat. Ist ihm einfach unwohl. Vielleicht hat es zu viele oder zu wenige Kleider an. Vielleicht hat es Hunger. Ja, auch ein authentisches Bedürfnis. Vielleicht ist ihm zu laut oder es bräuchte gerade ein bisschen deine Zuwendung. Ja, es braucht vielleicht gerade das Gefühl, Mama, Papa ist für mich da, ich werde gesehen, ich bin nicht allein. Vielleicht ist es auch gerade einfach überflutet, dass ein riesiger Lärm um das Kind herum ist und es einfach nicht zu der Ruhe kommt, die ihm gerade gut tun würde, die es gerade brauchen würde. Vielleicht, ja, da gibt es noch ganz viele weitere Punkte, die man aufzählen könnte. Und dann kommt einfach dieser eine Handgriff Schnuller rein und die Erwartung, sei jetzt bitte ruhig, ich gebe dir ja schließlich den Schnuller. Ja. Und das Kind lernt, den Schnuller zu seinem besten Freund zu machen. Ja, der Schnuller hilft ihm, sich zu beruhigen, ruhig zu werden. Hilft ihm beim Einschlafen, wenn die Eltern nicht da sind, nicht neben dem Bett sein möchten, bis es schläft. Oder wenn es vielleicht die Brust nicht darf, als Ersatz den Schnuller. Also der Schnuller ist ein Ersatz. Und das darf man sich einfach mal bewusst sein. Ja. Wenn das Kind von alleine dann den Daumen nimmt, ja, und, oder andere Finger, also viele Kinder nehmen auch zwei Finger, die sie dann in den Mund halten und daran saugen, das ist was anderes. Weil den können sie sich selber nehmen. Gerade als Baby, als kleines Baby. Ja. Und sich ein bisschen beruhigen damit. Aber wenn wir das einfach reinstecken von außen, ja, dann ist das nochmals was anderes. Und wenn du dein Kind dann mal daran dressiert hast, ja, dass es ruhig ist, wenn es den Schnuller hat, wenn du es dahin dressiert hast,
dass der Schnuller sein bester Freund ist. Ja, der dann einfach da ist, wenn man als Mama oder Papa nicht da ist. Dann ist das einfach unglaublich schwierig, dem Kind den Schnuller abzugewöhnen. Und da gibt es ja manchmal ganz, ja, verrückte Ideen, wie man dem Kind den Schnuller wieder wegnehmen kann. Und ich verstehe es. Und es gibt viele Gründe, den Schnuller wieder abzugewöhnen, auch mit der Zahnstellung und allem. Doch wichtig ist für dich zu wissen, dass nicht das Kind verantwortlich gemacht werden darf, dass es den Schnuller nicht mehr hergibt, sondern es wurde dahin geführt, dahin dressiert, den Schnuller zu wollen. Ja, und es geht jetzt überhaupt nicht darum, dir eine Schuld zuzuweisen. Ja, weil du hast ganz bestimmt auch dein Bestes getan und vielleicht auch die Zusammenhänge gar nicht gekannt. Ja. Zerzause dich also bitte nicht deswegen. Doch es ist wichtig für dich zu wissen, dass ja, dass nicht das Kind jetzt trotzig ist oder böse oder nicht kooperativ, weil es den Schnuller nicht hergeben will. Oder wenn es weint, weil der Schnuller gerade nicht auffindbar ist. Ja, und es da ein riesengroßes Drama gibt aus deiner Sicht, auch für das Kind ist das essentiell. Ja, der Schnuller ist, ja, ich kann es nicht anders sagen als sein bester Freund. Ja, wie auch der Teddybär das oftmals ist. Ja, dieser Ersatz, ja, den hat man lieb bekommen. Und ich sage das einfach, damit du dich in dein Kind einfühlen kannst, damit du immer mehr verstehst, wieso verhält sich mein Kind so, wie es sich verhält. Ja. Und nicht, ach, mein Kind ist so kompliziert oder es kooperiert einfach nicht mit mir und ständig gibt es dieses Drama. Nein. Es liegt nicht am Kind. Ja, es wurde dahin geführt. Es kann nicht anders. Ja, es kann schlichtweg nicht anders. Und es tut in jedem Moment sein Bestmögliches. Das ist so. Und jetzt, was kannst du tun, wenn du findest, es ist jetzt Zeit, um den Schnuller abzugewöhnen? Also erstens, wie ich bereits gesagt habe, mal dich einfühlen und dann gehst du schon mal ganz anders auf dein Kind zu. Vermeide es, dein Kind zu erpressen. Wenn du den Schnuller hergibst, dann weiß auch nicht was. Gehen wir in den Zoo oder gibt es ein extra großes Eis oder dann leg dir die Zahnfee, irgendwas unters Kissen. Ja, das ist alles Erpressung. Versuche, dein Kind zu begleiten, ihm das zu geben, was es wirklich, wirklich braucht. Es ist nie zu spät, ja? Gib ihm deine ganze Liebe, dass sie wirklich bei ihm ankommt. Lass sie ihm zufließen. Und ja, sei einfach geduldig. Ja, jetzt hat dein Kind so viele Monate, vielleicht so viele Jahre, sich an diesen lieben, wundervollen Schnuller gewöhnt. Und dann geht das nicht von einem Tag auf den anderen. Also gib ihm auch Zeit für die Ablösung. Und finde zusammen mit deinem Kind Wege, wie es weg vom Schnuller kommen kann. Finde die Situationen, in denen dein Kind den Schnuller braucht und schaue, dass du genau dann dir Zeit nehmen kannst für dein Kind. Schauen kannst, okay,
jetzt braucht mein Kind den Schnuller, um sich irgendwie selbst zu beruhigen, kann ich ihm das auch geben? Und dann nimm dir diese Zeit. Nimm dir Zeit für dein Kind, es braucht dich. Ja. Und vielleicht braucht es dann eine Umarmung, will es ein bisschen getragen werden. Oder vielleicht setzt du dich hin, erzählst ihm eine Geschichte. Vielleicht lässt du ihm ganz bewusst deinen Augenblick zufließen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, komm in Beziehung mit deinem Kind. Und vereinbare vielleicht mit deinem Kind auch ein Zeichen, wenn es kommt und den Schnuller will, dass du ihm sagst, okay, schau, komm zuerst mal zu mir, lass dich ganz fest drücken und umarmen. Und dass du so ein bisschen wie einfach rauszögern kannst. Ja. Und dass es in deinem Zusammensein den Schnuller mal nicht braucht. Und wenn es den Schnuller nachher noch möchte, ja, dass du mit ihm schauen kannst, ob es Lösungen gibt, ob ihr die Zeit ein bisschen verkürzen könnt oder noch ein bisschen rauszögern könnt. Ja. Aber ganz wichtig ist, dass dein Kind sich von dir gesehen fühlt, verstanden fühlt. Weil wenn du da rabiat reingehst und nein, jetzt gibt es keinen Schnuller und ihr da jedes Mal Kämpfe habt, dann fühlt sich dein Kind nicht verstanden, es fühlt sich nicht gesehen. Ja, kannst du mir folgen? Und das ist dann so ein ungesunder Kreislauf, der da entsteht. Weil du ihm somit nicht das geben kannst, was es eben braucht, was ihm eben gut tun würde. Deshalb ist es so wichtig, dass sich dein Kind in dem Moment gesehen fühlt. Und das stärkt es, das nährt es. Ja, das ist wichtig. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Lass es mich gerne wissen und teile es mir in einem Kommentar oder in einer persönlichen Nachricht gerne. Ich freue mich drauf. Fühl dich herzlichst umarmt.